Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, zwei Videos in zwei Tagen. Eine ganz seltsame Sache bei mir. Gestern kam ja ein Video, was demonstriert hat, was der neue Data Modify Command cooles drauf hat. Das habe ich ja auch noch in der Welt drin. Das heißt, wenn ich hier Function, da sieht man schon, worum es heute geht. Aber wenn wir das hier machen, das werde ich eventuell nachher noch brauchen. Das Data Copy Tool. Ja, das war, wie gesagt, das gestrige Video. Heute möchte ich euch allerdings zeigen, oh, ich sehe hier, ich habe vergessen, das hier wieder abzubauen. Heute möchte ich euch zeigen, was die, was der neue NBT Parameter im JSON Format für Telraw oder so alles so drauf hat. Das schauen wir uns erstmal gleich generell an. Und so habe ich heute ein Datapack auch mit für euch dabei, aber diesmal glaube ich einfach auf Mediafire. Und so, wenn ihr euch den Tag edit namens, ich meine, Blockinfo-FVF, den müsst ihr euch geben und dann, ja, das ist jetzt nichts besonders Spannendes, aber dann, wenn ihr auf einen Command-Block drauf guckt, dann wird euch direkt in der Action-Bar der Command angezeigt, die dieser Command-Block beinhaltet. Also ich habe das jetzt auf eine Range von 10 erstmal begrenzt, weil das meiner Meinung nach reicht. So. Und wenn wir auf den Structure-Block drauf gucken, dann wird mir angezeigt, wie die Structure heißt, die hier gerade eingegeben ist. Und auf welchen Modus der gestellt ist, also in dem Moment, jetzt ist es load. Jetzt auf Corner stellen, dann wird uns auch sofort Corner angezeigt oder Data halt oder Save. Ja. Und ja, das ist halt live. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Ausrufezeichen dranhänge, steht dann auch das hier unten direkt mit Ausrufezeichen. Und wenn ich das wieder wegnehme, wieder ohne. So, wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an einem einfachen Beispiel an und danach schauen wir uns noch an, was das bringt. Und zwar gibt es den neuen NBT Component für Entities und für Blöcke. In dem Beispiel jetzt brauchen wir das ja nur für Blöcke. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Command aufrufe, dann wird er mir aus seinem Command-Pfad das sozusagen als Nachricht geben. Das heißt, wir nehmen das hier mal. Zack, und es steht im Chat, und ich sehe gerade, es ist Nacht, da kann man das nicht so gut lesen. Steht im Chat genau der Command, der hier drinnen steht, denn wir haben den Pfad Command hier angegeben. Können wir auch einen anderen Pfad angeben, wenn wir jetzt zum Beispiel stattdessen mal, wir hatten einen Command-Block noch so ein Name, glaube ich. Nee, da können wir immer nachschauen. Hieß das denn Custom Name, genau. Jetzt hier Custom Name. Dann sagt er uns, dass der Command Block Hallo heißt. Das heißt, okay, ich probiere den jetzt mal, und wenn wir jetzt einfach nur schreiben würden, Save Punkt, dann würde das Hallo sagen. Genau. So, hier können wir zum Beispiel, nee, nicht zum Beispiel, können wir jeden beliebigen MBT-Pfad eingeben. Ja. Wofür das jetzt nützlich sein könnte, ist, ihr könnt euch, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, könntet ihr zum Beispiel euch auch ein Anzeigetool für Kisten basteln. Und dann, wenn ihr eine Map baut zum Beispiel, irgendwas an der Kiste einstellen, was euch dann erkennen lässt, was das für eine Kiste ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier einfach mal, hier haben wir jetzt ein Book and Cool. Da steht jetzt, ne, das ist das Falsche. Das hier ist das Richtige. Sagen wir Mördertruhe. Tun wir jetzt rein und jetzt stellen wir uns vor, immer wenn wir eine Kiste angucken, die dort oben links ein Buch hat, dann wird uns der Content von der ersten Seite angezeigt. Das heißt, da steht jetzt Mördertruhe. Wenn wir da jetzt aber mal hinschreiben, keine Ahnung, das ist die Opfertruhe. So. Das hier einmal austauschen. Dann ist das auf einmal die Opfertruhe. Aber Bücher sind ja in solchen Truhen vielleicht immer nicht so toll, da muss man die hinterher nochmal rausnehmen und vergisst dann was vielleicht.
Deswegen haben wir hier mal folgendes, und zwar bearbeiten wir hier eben einmal den Command, indem wir hier hinstattdessen schreiben, wie habe ich das nochmal genannt, ich glaube Erkennung. Genau, jetzt sagt mir das auch, dass es eine Tier 1 Truhe ist, und das könnte hier ganz normaler Loot sein aus der Truhe. Das würde eigentlich gar nicht weiter stören, theoretisch schon doch, aber nicht so sehr auf jeden Fall. Und es würde auf jeden Fall nicht so auffallen beim Testen. Was habe ich gemacht? Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob ich das noch finde. Ne, ich kann es auch selber machen. Ich gebe mir einen, ja, Red Mushroom habe ich in dem Moment genommen. Da war er. Mit speziellen NBT-Daten, und zwar Erkennung. Und dann kann ich dahinter jetzt schreiben, was ich will. Ihr könnt es auch anders nennen. Ich habe es jetzt Erkennung genannt. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin eine Truhe. Ne, ich bin ein Pilz. Nehmen wir ruhig mal den Pilz an sich. Ich bin ein Pilz. So. Hat der Pilz diese Custom NBT-Daten? Die gibt es eigentlich in Minecraft nicht. Die haben gar keine Auswirkung auf den Pilz. Aber die kann ich hier mit dem Tag Erkennung abrufen. Jetzt steht im Chat, ich bin ein Pilz. So. Das ist ja an sich jetzt eigentlich schon mal ein ganz cooles Tool für Mapmaker. Und viel mehr habe ich da jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Eine Sache kann ich aber noch zeigen. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel, sag ich mal, jetzt sieht man den Command. Das reicht mir aber nicht. Ich will noch andere Sachen wissen. Können wir hier zum Beispiel noch verschiedene Carrot on a Sticks nehmen. Die habe ich jetzt stellvertretend mal nur für die Command-Blöcke gemacht. Die gebt ihr euch übrigens mit Function Blockinfo-fvf.gif. Erhaltet ihr die. Ja. Und zwar, ja, Hole Information zum Beispiel. Wenn ihr das anklickt, während ihr eben den Block anschaut, dann kommt ihr die kompletten Informationen von dem Block, die da drin gespeichert sind. Also quasi wie wenn ihr Data Get macht, bloß dass ihr eben nicht so nah rangehen müsst an den Block und das auch nicht eingeben müsst. Dann können wir eben den Command daraus nochmal in den Chat extrahieren. Dann können wir hier zum Beispiel verschiedene Commands nehmen und die können wir dann später im Chat nochmal angucken oder so, ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Natürlich, wer noch mit Command-Blocks arbeitet. Oder wer eben die Koordinaten wissen will, das hätte ich eigentlich auch machen können. Das werde ich noch so machen, dass das auch mit Structure-Blöcken geht. Ja, der kann das eben, das ist dann sozusagen wie Looking at, müsste das funktionieren. Genau, ihr seht hier 11-1142 und das steht dann da auch, oder wenn jetzt der Command-Block hier, das hier steht -745 und dann steht das auch im Chat, könnt ihr euch sozusagen auch die paar Koordinaten abspeichern. Gut, das heute ist dann gar kein langes Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Datapack-Download findet ihr in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.